الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Geht um die Aqida von Ahl Sunnah und Jama'ah, ein Büchlein, den der Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen gefasst hat, der sozusagen befasst sich mit den wesentlichen Glaubenslehren, die ein Muslim glauben sollte und der sich zu der Aqida von Ahl Sunnah und Jama'ah, die Leute der Sunnah, die Leute der Jama'a, die den Weg des Propheten eingeschlagen haben und seine Gefährten. Und zu dem Glauben sagt hier der Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh, und wir glauben auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen gesandten Bücher herabgesandt hat, als Beweis gegen die Gesamtheit der Geschöpfe und als Wegweiser für die Gottesfürchtigen. Sie lehren sie durch den Inhalt der Bücher Weisheit und läutern dadurch ihre Seele. Das heißt, als allererstes, wie auch der, Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, über die Glaube der Gläubigen, Aman Rasulu, Bima Unsida, إلينا ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt über den Iman, dass du glaubst an Allah, an seine Engel, an seine Bücher, an seine Gesandten. Das heißt, nach dem Glauben an Engel kommt der Glaube an die Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala abgesandt hat. Und wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu jedem Gesandten ein Buch herabgesandt hat. Und hier weist der Sheikh Rahmatullah Ali auf zwei Sachen darauf hin, was die Aufgabe dieser Bücher sind. Er sagt, als Beweis gegen die Gesamtheit der Geschöpfe. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, egal ob derjenige folgt oder nicht folgt, ob der gottesfürchtig wird oder nicht, ob der von dem Buch profitiert oder nicht, aber das Buch ist schon mal herabgesandt worden als Beweis, dass er keine Ausrede hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn sozusagen den Weg verdeutlicht hat, und dann ist er selber schuld, wenn er nicht sozusagen das befolgt. Das heißt, der Beweis ist da und Allah subhanahu wa ta'ala schickt diese Bücher als Beweis gegenüber der Gesamtheit der Geschöpfe. Und als Wegweiser für die Gottesfürchtigen. Das heißt, diejenigen, die es folgen und daran glauben, finden da drin einen Wegweiser. Und das gibt uns auch eine Ermahnung. Wie kann ein Muslim an den Koran glauben und an die Bücher glauben und sucht sich woanders einen Wegweiser? Ja? Obwohl du hast... Allah hat dieses Buch herabgesandt, damit du einen Wegweiser hast. Und hier ist eine schöne Betonung für die Gottesfürchtigen. Diejenigen, die Gott fürchten. Diejenigen, die Allah näher kommen wollen. Hat Allah nicht irren lassen. Hat Allah nicht jetzt so viele Auswahl gegeben, such dir irgendeinen Weg, der führt zu mir, oder bemühe dich, irgendeinen Weg zu finden oder so weiter. Nein. Der hat dir den Weg schon gezeigt. Das ist der durch die Bücher, und es ist nicht zu trennen, die Bücher von den Gesandten, die diese Bücher erklären. Deswegen sagt er, sie lehren, also die Gesandten, lehren sie, also die Menschheit und die Gottesfürchtigen, durch den Inhalt der Bücher. Durch den Inhalt der Bücher die Weisheit. Und das ist die Verständnisentwicklung. Wenn man eine Weisheit hat. Was bedeutet Weisheit? Man sagt über Weisheit, dass das Platzieren von einer Sache an seine richtige Stelle. Das ist Weisheit.
Deswegen das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man nicht weiß, wie man die Bedeutung von diesem Buch platziert, dann geht man im Irrtum. Wenn man nicht weiß, wie die Bedeutung und wie diese Verse zu verstehen sind, dann geht man im Irrtum. Aber wenn man dem Weg der Propheten folgt, wie man mit dem Koran umgeht und wo die Bedeutungen vom Koran platziert werden und wie sozusagen der Koran zu folgen ist, weil der Koran weist aus dem Propheten und der Prophet weist aus dem Koran. Beide sind nicht voneinander zu trennen. Deswegen die Weisheit ist die richtige Platzierung und das ist sozusagen die Religion, die Verständnis in der Religion und das ist sozusagen nicht, gibt es keinen anderen Ausweg außer sozusagen den Weg des Sunnah. Gibt es keinen Ausweg, den Koran zu verstehen und die Platzierung vom Koran zu nehmen, außer die Sunnah. Wenn man jetzt viele Verse folgen will ohne die Sunnah, dann weiß man nicht, wie man es praktiziert. Und da gab es auch Situationen vom Sahaba radiallahu anhu, als die Ersatzreinigung gekommen ist, der Yammum, das heißt das Staden auf Erde, als die noch oder als der eine Sahabi noch nicht eine Erklärung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt hat für die Art und Weise, wie man Tayammum macht, was hat er gemacht? Er hat sich auf den Boden gewälzt, um Tayammum zu machen. Und er hat gedacht, okay, wenn Tayammum also ein Ersatz ist für Wudu, das heißt, wenigstens die Wudu-Stellen sollten jetzt mit Erde sagen, überall gerieben werden. Das ist vielleicht der logische Verstand, der mich dazu führt. Ja? Aber als der zum Propheten zurückgekommen ist und der Prophet Muhammad erklärt, wie du den Koran, das ist jetzt die Platzierung von dem Verständnis von einem Vers, wie man das macht, durch die Sunna, es gibt keinen anderen Ausweg. Dann hat er ihm beigebracht, es hätte dir gereicht, dass du einen schlägst und dass du dein Gesicht und deine Hände sozusagen streichst. Das war's. Das ist die Art und Weise, wie man Tayammum macht. Und der Tayammum wurde allgemein im Koran erwähnt. Und so sollten wir verstehen, dass diese Bücher durch die Erläuterung oder durch die Erklärung der Propheten, daraus aus deren Inhalt bekommt man die Weisheit. Und läutern dadurch, also durch den Koran und durch die Bücher, ihre Seele. Jeder Gesandte, als Allah ihnen ein Buch herabgesandt hat, hat er durch den Inhalt von diesen Büchern die Seelen der Leute weich gemacht, erläutert, das heißt gereinigt und ist von den Herzen die Reinigung von Schirk passiert, dass sie nicht mit anderen teilen, die Reinigung von Groll, die Reinigung von Neid, all das, was der Koran und was auch die Bücher, die die Gesandten hatten, als Reinigung für die Seelen hat diese Bücher mit sich gebracht und haben die Propheten das ausgeführt. Dann sagte er weiterhin, und wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala zusammen mit jenen Gesandten ein Buch herabgesandt hat, basierend auf seiner Aussage subhanahu wa ta'ala, dass was er hat gesagt, لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Wir haben ja unseren Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die Waage herabbekommen lassen oder herabkommen lassen, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Aus diesem Vers, hier wurden Gesandten genannt und nicht Propheten. Und deswegen sagt der Sheikh Al-Mathamin, jeder Gesandte hat ein Buch bekommen, weil dieser Vers sagt das aus. Laqad arsalna, wir haben sagen, ja, unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt. Also jeder Gesandte hat aus einer klaren Beweisen gesandt. Und mit ihnen die Schrift, also das Buch. Das heißt, mit jedem Gesandten hat Allah ein Buch geschickt. Ja. Und deswegen, wir glauben an die Bücher, wir glauben im Allgemeinen, dass Allah jedem Gesandten ein Buch herabgesandt hat.
Und wir glauben im Spezifischen, dass was Allah von den Büchern genannt hat, dass wir daran glauben. Ja. Dann sagt hier der Verfasser, und die bekannten Bücher, das heißt, die uns bekannt sind, oder die Allah im Koran erwähnt hat, oder der Prophet Muhammad erwähnt hat, ist an allererster Stelle Al-Tawrah. Wir glauben an die Tawrah, dass Allah ein Buch herabgesandt hat zu Musa, das Al-Tawrah genannt wurde. Und hier sagt er, Al-Tawrah, die Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa herabgesandt hat. Und die das größte Buch ist, das den Kindern Israels gegeben wurde. Das heißt, von den Gesandten, die zu Söhnen Israels gekommen ist, ist Musa mit dem Torah das größte Buch, was Söhne Israels bekommen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt diese Torah, sagt, فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. In der Rechtleitung und Licht sind womit die Propheten, die sich Allah ergeben hatten, für diejenigen, die dem Judentum angehören, walten, und so auch für die, so auch die Leute des Herrn und die Gelehrten nach dem, was ihnen von der Schrift Allahs anvertraut worden war und worüber sie Zeugen waren. Das Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Buch als ein Richtbuch und die Propheten haben mit diesem Buch gerichtet und geherrscht, ja, und haben dann auch von den Propheten nach ihnen auch die, sagen, die Rabbinen oder die Gelehrten genommen. Also auf jeden Fall ist das das größte Buch, was sie bekommen haben. Aber hier die Frage, das Buch Torah, ist das Original geblieben bis heute oder wurde das verfälscht? Weil das hat ja was mit unserem Glauben zu tun. Glauben wir jetzt an das, was in den Händen der Leute ist von Torah? Oder glauben wir, dass Allah herabgesandt hat an Torah? Was ist der Unterschied? Dass Allah herabgesandt hat, aber es nicht original geblieben ist. Ist nicht bewahrt worden. Das erste. Und Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt worden, dass da Verfälschungen kommen sind. Wir werden auch Arten von Verfälschungen, worauf der Koran hinweist, durchnehmen. Aber das Original kann niemand sagen über das Original, dass das falsch ist. Nein. Das Original, das Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, beinhaltet die Wahrheit und Allah subhanahu wa ta'ala hat Weisheit, wenn er ein Buch mit einem Gesandten schickt, wie lange dieses Buch bleibt. Und wann das aufgehoben wird. Und wann das nächste Buch geschickt wird. Und für wen dieses Buch geschickt wird. Das ist sozusagen auch eine Sache, wo man bei wissen sollte, die Bücher sind einfach nicht so gekommen, ohne dass man weiß, was dahinter steckt. Ja. Und in der Torah, oft hat Allah Ta'ala über den Koran gesagt, der bestätigt, was im Torah ist. Der bestätigt, was im Torah ist. Und auch über den Injil sagt Allah Ta'ala bestätigt, was vor ihm gekommen ist. Deswegen, die Bücher haben eine Eigenschaft, die originalen Bücher, die von Allah gekommen sind. Weil das alles von Allah gekommen ist, gibt es in diesen Büchern gibt es kein was, kein Widerspruch und keine Widersätze, weil sie sich gegenseitig bestätigen. Deswegen, wenn wir etwas sehen in den frühen Büchern oder von etwas hören, was nicht von Allah ist, was in unserem Buch bestätigt, dass es nicht von Allah ist, dann ist es, hat es was mit der Fälschung zu tun. Und diese Bücher, die beinhalten auch Wahrheiten, die sozusagen von den Leuten ab,
also weggemacht werden oder sozusagen nicht gezeigt werden. Das heißt, sie verleugnen Wahrheiten, halten die Wahrheit von Leuten ab. Aber wo erkennt man die Wahrheit? Bei dem Nächsten, der gekommen ist. Der spricht die Textstelle an, die in der Tora ist. Deswegen Allah sagt über die Tora, sie finden ihren Propheten, also das heißt, der Prophet Muhammad, der ist ja für alle Geschöpfe gesagt worden. Sie finden ihn in ihrer Tora. So, jetzt haben wir ein Problem. Ist der da drin oder ist er nicht da drin? Die sagen mir, die ist nicht da drin. Allah sagt uns, der ist da drin. Und Allah sagt uns, dass der Koran bestätigt, was in der Tora ist. Und der Tora verkündet, was sozusagen kommt. Deswegen gibt es ja die Bestätigung. Ja? Allah Ta'ala hat in der Tora die Eigenschaft vom Prophet Muhammad sehr deutlich gemacht. Deswegen die Juden, die ins Islam reingekommen sind, haben gesagt, so hat Allah Ta'ala den Propheten beschrieben. Das heißt, sie haben immer noch die Textstelle, sie kennen immer noch die Textstelle, die in der Tora ist, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch in unserem Koran wird über die Tora gesagt, dass sie nicht nur die Eigenschaft vom Propheten Muhammad hat, sondern die Eigenschaft von den Sahaba allesamt. Muhammadun Rasulullah. Muhammad ist gesagt damals. وَالَّذِينَ مَعَهُ mit ihm sind. Ja, wurden in der Tora beschrieben, wie ihre Herzen sauber sind und wie ihre Anbetung und Anstrengung ist. Und dass man das an ihre Gesichter das erkennt. Das ist eine Beschreibung in der Tora. Und auch in der Injil wurde der Prophet erwähnt und wurde auch die Sahaba erwähnt. Deswegen, das ist damit gemeint, dass sie sich bestätigen. Ja, der Nächste bestätigt der Vorige. Das heißt, das, was das Buch vorher verkündet hat, ist wahr. Sagt der Koran, sagt der Injil, das ist wahr, was da verkündet wurde. Und bestätigt, dass es die Wahrheit beinhaltet hat. Das Original. Deswegen müssen wir heutzutage unterscheiden zwischen die verfälschten Sachen, die sind nicht von Allah Ta'ala. Und wir werden nicht daran glauben, dass das von Allah Ta'ala ist. Und so unterscheiden von den Originalen, die zu den Gesandten gekommen sind. Dann sagt hier der Sheikh, Rahimullah, das zweite Buch ist Al-Injil. Al-Injil, das Allah subhanahu wa ta'ala zu Isa sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt hat. Als Bestätigung für die Tawra und als Vervollständigung für sie. Als Bestätigung für die Tawra, das heißt das, was Isa gebracht hat in der Injil, ist eine Bestätigung, was in der Tora von Wahrheit gewesen war, ohne dass es verfälscht wurde, und auch eine Ergänzung. Wie erkennt man das, dass es eine Ergänzung ist? Allah sagt erstmal bei Isa, und wir gaben ihm, also Isa, das Evangelium, in dem Rechtleitung und Licht sind. Und das zu bestätigen, was von der Tora vor ihm offenbart war. Und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Ja. Und woher hat der Sheikh Al-Thaymeen diese Aussage, dass er gesagt hat und ergänzt? Das heißt, es gibt einige Regeln, die ergänzt worden sind durch den Injil, dass das sozusagen etwas abändert, was bei der Tora ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Isa, dass er verkündet hat oder dass er verkündet sollte, weil er wuhin der Lehrung, ma'adhan dali hurrim alim. Und um euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war. Das heißt,
Hier gibt es eine Ergänzung. Es gab einige Sachen, die verboten worden sind. Und die wurden dann durch das Evangelium, durch die Sanhedrin erlaubt. Jetzt ist verboten und erlauben hat was mit was zu tun? Entweder mit der Zeit, also was verboten werden sollte, was sozusagen erlaubt werden sollte, oder mit den Menschen. Also das heißt, warum wurde das verboten? Ja, deswegen, in Zeit des Propheten hat der Prophet strengstes verboten, den Sahaba, dass sie eine Sache fragen, wodurch dann eine Offenbarung deswegen kommt und eine Regel gemacht wird zu allen Leuten, zu der anderen Umma, was eigentlich man sich sparen könnte, und gab es nicht dazu eine Regel. Wie zum Beispiel, als der Prophet Muhammad gesagt hat, ihr solltet Hajj verrichten. Das heißt, es ist Pflicht, Hajj zu machen. Hat nicht gesagt, wie viel Mal waren. Das ist jetzt so gelassen, das bedeutet, mindestens wissen wir, dass wir einmal Hajj machen. Dann hat einer Sahabi gefragt, wo der Prophet Muhammad korrigiert hat. Dieses Verhalten hat der Prophet Muhammad bei den Sahabi korrigiert, damit nicht etwas, was zu Anstrengung führt für die ganze Umma, durch diese Frage. Dann hat ein Sahabi zum Prophet gesagt, ist es jedes Jahr Pflicht? Der Prophet sagt, hat es Pflicht. Das heißt, daraus entnimmt man, dass es einmal Pflicht. Er hat nicht gesagt, wann, wie viel. Es kommt diese Frage, sagt, ist es jedes Jahr? Da hat der Prophet geschwiegen. Dann sagt er nochmal, ist es jedes Jahr? Hat er geschwiegen. Ist es jedes Jahr? Hat er geschwiegen. Dann hat er eine Regel gesagt. Das nicht. Mit das, was ich euch gegeben habe. Ja? Wenn ich euch etwas verbiete, dann vermeidet es. Und wenn ich euch etwas verpflichte, dann haltet euch daran, soweit es geht. Ja? Aber stellt nicht diese Frage. In einer anderen Prüfung sagte er, wenn ich ja gesagt hätte, dann wäre es Pflicht, die ganze. Ja? Deswegen, solche Art von Verboten gab es öfters bei Sünden. Warum? Weil sie viele Fragen gestellt haben gegenüber ihren Propheten. Durch diese Fragen kamen mehr Verbote, kam es noch mehr Erschwernis. Und Isa a.s. hat mit dem Evangelium auch Erleichterung mitgebracht, mit dem neuen Buch, mit dem Injil, damit sie sozusagen auch Erleichterung haben. Dann sagt der Scheich, das dritte Buch, Az-Zabur, welches Allah subhanahu wa ta'ala Dawud sallallahu alaihi wa sallam gegeben hat. Und der Zabur wurde auch im Koran erwähnt. Ja. Und dazu sagt man, dass es meistens Ermahnungen. Meistens Ermahnungen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten Dawud schöne Stimmen gegeben. Und er pflegte dieses Sabur schön zu rezitieren. Dann sagte er, viertens, Suhufu Ibrahim wa Musa. Das heißt, die Schriftrollen von Ibrahim und Musa. Die wurden in Surat al-A'la genannt, ja, aber wurde nicht vieles über den erzählt. Aber dieses Stück von Surat al-A'la ist ein Teil von diese Schriften von Ibrahim und Moses. Ja. Und fünftens, der prächtige Koran. Das sind die Namen von Büchern, die uns verkündet worden sind im Koran. Den Allah seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem letzten aller Propheten, offenbart hat. Und Allah sallallahu alaihi wasallam sagte im Koran, Huda al-Nas, wa bayinatin min al-Huda wa al-Quran. Als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Das heißt, in dem Koran findet man die Unterscheidung zwischen Wahrheit und Wahrheit. Deswegen ist es wichtig, dass man den Koran richtig versteht. Und durch die
Methode des Propheten, was ist das? Nur dadurch kann schöne Erleuchtung bekommen, was Koran ohne die Sunna, ohne die Grundlage, ohne dieses richtige Verständnis zu haben. Im Koran kann man nicht die Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden. Und deswegen, wer eine gute Betrachtung hat im Koran, der findet jetzt viele Argumente gegen viele Falschheiten, die in seiner Zeit sind. Weil die Falschheiten, also das alles, was falsch ist, hat immer eine Basis. Kannst du immer zurückführen zu irgendwas. Ja? Und der Koran ist eine Quelle, wo man die Wahrheit, ja, von der Unwahrheit unterscheiden kann, weil es ein Programm. Wie braucht man zum Beispiel zu betrachten die Dialoge der Propheten gegenüber ihren Völkern? Nehmt euch von Dialog zwischen Pharao und Musa. Viele nutzen, wie man gegen viele falsche sozusagen, Leute und falsche Ideologien, die es heute gibt, dagegen argumentieren kann. Nehmt euch die sozusagen, Dialoge von Ibrahim al-Islam mit seinen verschiedenen Völkern. Die beinhalten Grundlagen, wie man gegen sozusagen Unwahrheiten dagegen spricht. Deswegen, das Verständnis von Koran bringt einen zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Dann, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt auch den Koran. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshir al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kathira. Also dieses Buch, in hadha al-Quran, weil dieser Koran recht leitet zu dem Besseren. Das heißt, egal welchen besten Weg du schlagen willst, der Koran recht leitet zu dem Besseren. Also es gibt keinen besseren Weg als den Koran. Und der recht leitet zu dem Besseren und verkündet diejenigen, die glauben und Gutes tun, mit dem gewaltigen Lohn. Weiterhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Der Koran hat eine extra Eigenschaft, die die anderen Bücher nicht haben. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist zu bestätigen, das heißt auch, dieses Bestätigen ist auch im Koran. Bestätigen, was von den Büchern oder von dem Buch vorhin offenbart war und als Wächter darüber. Dieses Wächter, also Muhaimin, das ist sozusagen eine Eigenschaft, die Allah im Koran gegeben hat. Und die beinhaltet mehrere Sachen. Die beinhaltet mehrere Sachen. Als Wächter bedeutet, dass der Koran entscheidet. Also das heißt, was richtig und was falsch ist, findest du im Koran von, in Bezug auf die anderen Bücher. Dann, er richtet über alle anderen Bücher, dass das aktuelle Buch alle anderen Bücher aufhebt. Auch wenn es Wahrheiten gibt und auch wenn es Regeln gibt, die im Koran jetzt anders sind, dann muss man eine Regel machen, ganz einfach. Diese Regel ist aufgehoben. Und dann braucht man sich auch nicht den Kopf zu zerbrechen. Gab es das bei den früheren Völkern oder gab es nicht das bei den früheren Völkern? Zum Beispiel das Fasten durch Nichtsagen. Ja, Fasten der, des Mundes. Das brauchen viele, aber ist nicht notwendig. Ist nicht, in so einer Jugend ist das nicht. Ja, gab es das in den früheren Völkern oder nicht? Allah. Aber wenn es das gab, in unserem Gewissen ist es nicht, ist auch gut. So sollte man sozusagen den Umgang mit dem Koran. Deswegen, der Koran ist derjenige, der richtet über alles, was vorher gewesen ist. Und hebt alle anderen Bücher sozusagen auf. Und dann bleibt für uns, was im Koran und Sunna erwähnt worden ist, über die früheren Völker. Du findest ein Hadith, vielleicht sagt der Prophet, es gab bei den früheren Völkern jemanden, der so und so gemacht hat. Oder Allah sagt über frühe Völker, dass die so und so gemacht haben. So. Oder
die Leute der Schriften sagen, in unserer Schrift gibt es das und das. Wie geht man damit um? Sagen die Gelehrten, gibt es drei Fälle. Und in alle drei Fälle, wo kontrolliert man, wo ist derjenige, der richtet? Unser Koran. Erster Fall, du findest das, was er in seinem Buch hat, dass es widerspricht, was in unserem Buch ist. Dann nehmen wir den Koran ab. Ohne zu zweifeln nehmen wir ab. Und noch dazu, dass wir glauben, dass es nichtig ist. Wenn jemand behauptet, in unserem Buch steht, dass Allah ein Sohn hat. Und Allah sagt, man takhadha Allahu waladan. Ist nicht eine Regel, die aufgehoben ist. Gab es mal und dann gab es nicht. Nein, der hat nie gemacht. Das heißt, wir müssen das verneinen, so als ob das eine Lüge ist. Und es ist eine Lüge. Ja? Und gibt es nicht ein Buch, wo Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt und ein anderes Buch sagt, was das Gegenteil. Nein, das stimmt nicht. Und in einem anderen Buch sagt er doch, das stimmt. Gibt es nicht. Deswegen, durch unseren Koran können wir definitiv sagen, dass es nicht stimmt und das ist eine Unwahrheit. Jetzt gibt es den zweiten Fall, dass du in deren Bücher und Wut etwas erwähnt, was in unserer Religion gibt und was unsere Religion bestätigt und was unsere Religion befiehlt. Befiehlt uns, die Wahrheit zu sagen, befiehlt uns, dass wir gütig sein sollten zu den Eltern und so weiter und so fort und findest das in anderen Büchern. Dann sagst du, unser Koran bestätigt das und unser Koran befiehlt das und wir befolgen unseren Koran durch diese Sache und das stimmt bei den anderen, ist es auch so. Und dann gibt es den dritten Fall, wo Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht die Bestätigung und nicht die Verneinung gibt. Das heißt, wir haben in unserer Religion nicht etwas, was es bestätigt und auch gleichzeitig nicht etwas, was das verneint. Dann ist das Benehmen, dass wir darüber sprechen. Wir bestätigen das nicht und wir verneinen das nicht. Und vor allem, wir befolgen das nicht. Auch wenn es etwas Gutes ist. Und da gibt es geteilte Meinung, dass einige gesagt haben, wir befolgen, was auch in einer anderen Schrift als Wahrheit ist, und wurde nicht von unserer Religion abgelehnt. Und vielleicht gibt es ja auch Stellen, wo unsere Religion über die früheren berichtet. Das heißt, die Quelle ist schon mal korrekt, dass das von den früheren Völkern ist. Ja. Aber sollen wir das machen, also sollen wir ein Beispiel daran nehmen oder nicht? Da gab es eine Meinungsverschiedenheit. Einige haben gesagt, dass auch was er gesagt hat zu seinem Prophet, also sollst du ein Beispiel nehmen an ihre sozusagen Vorbildfunktion, das heißt, nehmen wir als Vorbild, das heißt, unsere Umma darf sie befolgen in das, was bestätigt ist, dass es von ihnen ist, und gibt es nicht etwas, was in unserer Region das verneint. Andere Gelehrten haben gesagt, nein, weil Allah hat uns befohlen, den Propheten Muhammad zu sagen. Und wenn er sich ein Beispiel daran gemacht hat, dann wird es uns überliefert, dann halten wir uns an den Propheten Muhammad. Aber da, wo wir nicht wissen, dass der Prophet Muhammad das gemacht hat, das praktiziert hat, dann dürfen wir nicht direkt an sie orientieren und das machen, was uns nicht in unserem Buch und vom Verhalten von Prophet Muhammad gekommen ist. Weil als der Prophet Muhammad die gerettete Gruppe erwähnt hat und definiert hat, hat er gesagt, Ana alayhi. Also als er die 73 Gruppen erwähnt hat, die beim Feuer sind, außer einen, dann sagten die Sahaba, wer sind die? Sagt er, worauf ich basiere und meine Sahaba. Das heißt, hier haben wir eine Orientierung. Was überliefert worden ist vom Prophet Muhammad. Und von den Sahaba ist das, was zu befolgen ist. Was nicht, sei es sagen, von anderen Völkern und so weiter, ist nicht zu befolgen, solange es nicht der Prophet Muhammad gefolgt hat. Und es gibt Sachen, die der Prophet Muhammad gefolgt hat, deswegen sind die Sunna geworden. Und es gibt Sachen, die der Prophet Muhammad nicht gefolgt hat. Und da ist die geteilte Meinung und er sollte man dann nicht machen.
Dann sagt der Scheich, rahimahullah ta'ala, damit hat Allah alle Bücher, die ihm vorausgingen, außer Kraft gesetzt und seinen Schutz vom Missbrauch durch die Böswilligen und die Verfälschung durch die Verfälscher garantiert. Das heißt, Allah subhanahu hat diesen Koran bewahrt. Die Bewahrung des Korans ist Bewahrung der Schrift. Das ist der allererste. Das bedeutet, es kann nicht was zugefügt werden und es kann nicht etwas weggenommen werden vom Koran. Jetzt fragt der eine oder andere, aber gab es doch schon Versuche, hat jemand noch schon mal gemacht? Dann sagt man, ja, aber das fällt auf. Und das bleibt nicht. Und es kann keine Verfälschung durchkommen. Das heißt, es gibt zwar böse Leute, die versuchen zu verfälschen, aber Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala stellt sie bloß. Und egal wie viel sie für Versuche gehabt haben und Geld auch ausgegeben haben, wisst ihr, wie viel der Druck von Koran kostet, kommt jemand und tut nur eine kleine Änderung machen. Ja, das kostet schon viel. Sagt er sich, ja, nehme ich in Kauf. Dann lasse ich so viele Koran verteilen, die irgendeine Verfälschung, irgendeine Fatha, irgendeine Bomba, irgendeine Kessler. Dann kommt ein kleines Kind, lernt seine Hausaufgabe vom Lehrer und trägt vor, ja, und sagt der Lehrer nicht so. Wenn du drunter steht im Koran, zeig wo, dann wird alles zusammengesammelt und verschwindet. Dieses System, das ist nicht sozusagen eine Sache, was Menschen in der Hand haben, dass sie sozusagen so das bewahren. Das ist eine Güte von Allah subhanahu wa ta'ala, die er Menschen dazu benutzt, die sozusagen für diese Bewahrung des Korans sich einsetzt. Deswegen, sorgfältig wird der Koran, wenn er gedruckt wird, geschrieben und die Zeichen und sozusagen diese Stopp sozusagen Zeichen und so weiter und so fort. Richtig sorgfältig. Und die Bewahrung des Korans ist einmal durch die Schrift und einmal durch das, was man vom Prophet gelernt hat, das auswendig. Das heißt, das zu hören. Zu hören ist es bewahrt worden. Deswegen die Korangelehrten, die das mit einer Überlieferungskette bis zum Prophet gelernt haben, die sagen das so, wie der Prophet das rezitiert hat. So wurde es auch bewahrt worden. Von erster Surah bis letzter Surah wurde es aufbewahrt. Und die Schrift wurde auch aufbewahrt. Von erster Surah bis letzter Surah. Und kann keiner verfälschen. Deswegen ist es auch das Buch, was Allah auserwählt hat, für Ende bis Ende von Yawm al-Qiyamah. Bis Ende von Yawm al-Qiyamah. Deswegen sagt hier auch der Sheikh, rahimahullah, als man den Beweis, dass Allah diese Koran bewahrt hat, gewiss, wir sind es, die wir die Ermahnung offenbart haben, und wir werden wahrlich ihr Hüter sein. Allah ist der Hüter von dieser Offenbarung. Und dies deshalb, weil er bis zum Tag der Auferstehung ein Beweis gegen die gesamte Menschheit bleiben wird. Erstens, das Buch von Allah, also das Koran, sind Wörter von Allah. Das heißt, ist nicht nur ein Buch, sondern ist auch ein Wunder. Und dieses Buch hat immer noch eine offene Herausforderung, die kann jeder, wenn er will, soll er antreten. Ja, dass man eine Sura ähnlich springt wie im Koran. Hat bis jetzt keiner diese Herausforderung sozusagen antreten können. Keiner konnte diese Herausforderung antreten. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt diesen Koran für alle Zeit. Bis Yawm al-Qiyamah. Und genau ist es vor Yawm al-Qiyamah, ein bisschen kurz vor Yawm al-Qiyamah. Nicht direkt,
Union Qiyam passiert ist, seinen Koran nicht mehr bewahrt, sondern Allah Ta'ala bewahrt den Koran bis zu der Zeit, bevor Yom Qiyam passiert. Was passiert, wenn Allah Ta'ala dieses Buch aufhebt? Da findet man keine Tinte mehr auf dem Mus'haf. Nichts. Findet man leere Blätter. Und jeder, der das auswendig kann, ist weg von seiner Brust. Er wird aufgehoben. Dieser Koran wird aufgehoben, kurz vor Yom Qiyamah, und dann bleibt nichts mehr von den Wörtern von Allah Ta'ala. Und auch bleibt auch niemand von den Gläubigen. Und dann trifft Yom Qiyamah, den Tag der letzte Tag, trifft auch die bösesten Menschen, die Allah Ta'ala, wie der Prophet das gesagt hat. So, dann sagt hier der Sheikh, was die früheren Bücher betrifft, so waren sie zeitlich begrenzt und endeten mit der Herabsendung dessen, was sie aufhob und die Verfälschung und Abänderung aufzeigt, die sie bestrafen oder betrafen. Sie waren also nicht frei von ihm, von ihnen. Sie haben Verfälschungen hinzu und Zufügungen und Auslassungen erlitten. Das heißt, die früheren Bücher sind nicht so bewahrt worden wie der Koran. Und das war auch eine Weisheit von Allah Ta'ala, dass er die nicht bewahrt hat. Das heißt, gab es Leute, die haben verfälscht, gab es Leute, die haben gesagt, das ist von Allah und das war nicht von Allah Ta'ala. Gab es Leute, die haben diese Bücher missbraucht und falsch erklärt und eine andere Interpretation gegeben oder die Wörter so verfälscht, dass das eine andere Bedeutung was, nach ihrer Intrige sind, gab es das alles bei den früheren Büchern. Deswegen sagt man, bei den früheren Büchern, sie waren nicht bewahrt, was verfälscht werden wurde. Und warum, was ist die Weisheit? Weil Allah Ta'ala sie zu bestimmten Zeiten macht. Der wollte nicht, dass sie ewig oder bis sie umkehren bleiben. Deswegen kam Verfälschung, kam das nächste Buch, kam der nächste Prophet, kam der nächste Gesandte, kam die Aufklärung über die Verfälschungen, die passiert sind. So, und jetzt bringt der Beweise aus dem Koran, was für Arten von Verfälschungen es gegeben hat. Allah Ta'ala sagt, unter denjenigen, die dem Judentum angehören, verdrehen manche den Sinn der Wörter. In der Medina Hadu, Yuharifun al-Kalima al-Mawani. Das heißt, es ist eine Verfälschung von was? Von dem Sinn der Wörter. Und Allah Ta'ala sagt, فَوَيْنُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْنُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. Doch wehe denjenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah. Das heißt, er erfindet etwas und sagt, das ist von Allah, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Natürlich haben das Leute gemacht für ihre Interessen, dass jemand schreibt, das ist sozusagen von Allah, ein Buch von Allah Ta'ala, zum Beispiel zu einem König, dass er ein bisschen Geld bekommt, dass er ihn unterstützt in das, was er falsch ist, haben die früher so gemacht. Dann sagte Allah Ta'ala, wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben. Das ist das Erste, was sie über Allah Ta'ala gelogen haben. Und dann sagte er, und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. Ja, sie verdienen mit dem Haram und mit den Lügen sozusagen und essen davon und ernähren sich davon. Und Allah Ta'ala sagt, قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلِنَّهُ قَرَاطِيسَ تُدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. Jetzt eine andere Art von Verfälschung. Sagt Allah Ta'ala, sag, wer sandte dem die Schrift herab? Wer sandte dem die Schrift herab, die Musa als Licht und Rechtleitung für die Menschen brachte, die ihr zu beschriebenen
der Macht, die ihr offen vorzeigt, während ihr vieles verbergt. Das heißt, auch zur Verfälschung gehört das Verbergen der Wahrheit. Das Verbergen von den Versen, die verkünden, dass Muhammad als Prophet gekommen ist. Das Verbergen von Sachen, was Allah ihnen zu reden gemacht hat. Ja, das haben sie dann auch verborgen. Eine weitere sagt, in der Minhum der Fariqan, ihr Munda, als sie netter von Kitab, die Dachsabuhu bin der Kitab. Wa ma huwa bin der Kitab, wa yaquluna huwa min indillah, wa ma huwa min indillah, wa yaquluna ala Allahi al-Kadib, wa mi'adam. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Das ist auch ein schöner Vers und auch eine schöne Lehre. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wahrlich, eine Gruppe von ihnen verdreht mit seinen Zungen die Schrift, damit ihr es für zu Schrift gehörig haltet, während es nicht zur Schrift gehört. Das heißt, dass ihr denkt, das gehört zu der Schrift, aber das gehört nicht zu der Schrift. Das heißt, der verdreht mit seiner Zunge, rezitiert irgendwas, was nicht sozusagen vom Buch von Allah ist, aber er tut es auf eine Art und Weise, damit er das Gefühl gibt, dass es von Allah zum Teil. Und sie sagen, es ist von Allah, während es nicht von Allah ist. Und sie sprechen damit wesentlich eine Lüge gegen Allah aus. Es steht einem menschlichen Wesen nicht zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gibt und er hierauf zu den Menschen sagt, seid Diener von mir anstatt Allahs. Also das würde kein Prophet machen, der sein Volk sagt, seid Diener von mir. Das würde kein Prophet machen. Deswegen sagten einige Gelehrten, das sagte auch der Sheikh Uthaymin, dass man das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala, die Art und Weise, wie man das rezitiert, sollte man nicht etwas anderes auf diese Art und Weise rezitieren. Weder Hadith, noch irgendeine Aussage, noch mein Buch oder so weiter, dass man mit Tajweed und so weiter rezitiert, als ob das Koran ist. Warum? Weil man die Leute dann täuscht und denken lässt, es ist Koran. Er sagt in einigen Gelehrten, die Rezitation von Koran gilt nur für Koran. Diese Ziehen und die Regeln, wo man hört, jeder, der rezitiert und die Rezitationsregel anwendet, weiß man, der rezitiert, Wörter von Allah teil. Das sollte nicht verwechselt werden durch die gleiche Art und Weise zu benutzen, weil er etwas anderes aussah, das Buch von Allah zu verteilen. Und noch eine schöne Nutzen, sagt er bei dem Vers als Kommentar, dass Allah zu verteilen, oder es steht keinem menschlichen Wesen, steht keinem zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil, das Prophetentum gibt und er hierauf zu den Menschen sagt, seid Diener von mir anstatt Allah. Das behandelt auch ein Problem, was viele Leute heute haben. Sagt der Sheikh Mathami, es darf nicht ein Gelehrter kommen und die Leute seine Aussagen aufzwingen, sodass sie das nehmen sollten. Und dass sie sich an seine Aussage halten sollte. Sagt er, weil wenn er das macht, dass den Leuten sagt, ich muss meine Aussage nehmen, dann ist es so, als ob er sagt, seid meine Diener außer Allah. Und gibt auch Beispiele, wie das wirklich auch praktiziert wird bei einigen Schülern von der Sufie. Ja, einige Schülern von der Sufie, die erlauben sich, was verboten ist, und lassen deren Schüler und deren Muridin, sie bestätigen alles, was sie sagen und dass sie nicht Fehler haben und machen einer ganz anderen Religion und den stimmen zu. Als ob man zu den Leuten sagt, seid meine Diener, folgt mir
ohne sozusagen, auch wenn ihr seht, dass es verboten ist und dass es euch klar geworden ist. Dann sagt hier auch der Sheikh, Rahimullah, auch ein weiterer Beweis im Koran, يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. O Leute der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles von dem klar zu machen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt. Bis zu seiner Aussage, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. Also ungläubig sind diejenigen, die sagen, Allah ist der Messias, der Sohn von Maryam. Ja. Da hat Allah viel über ihre Verfälschungen geredet. Viel über ihre Verfälschungen geredet. Bis dahin, inshallah, der nächste Abschnitt ist der Glaube an die Gesandten. Aber das ist so viel zu den Büchern.